Wir schließen uns ihm an. Wow. Victorie. Zahncremetube. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. So gewinnen wir. Hier, das wird helfen. Den finde ich irgendwo etwas seltsam. Oha! Während ihr am Jagen wart, habe ich Ärger bekommen. Einige Seelen sind bei einer Falle entwischt und in die Dunkelheit des Labyrinths verschwunden. Das macht er doch mit Absicht, oder? Jagt sie alle! Befreit das Labyrinth von den verwunschenen Seelen! Oh mein Gott! Riesiger, hässlicher Totenschädel. Sieht aus, als würde erst Blut weinen. Einmal fliegen. Sollte mein Handy auf stumm schalten. So, jetzt habe ich mein Handy auf stumm. Dank euch, Freunde. Ihr wart eine große Hilfe. Hier ist eure Belohnung. Was sind das für Dinger? Seine Gallensteine. Silberne Kugel. Für 6 Angriff, 8 Naturwiderstand. Okay. Meine Sensoren zeigen an, dass etwas Unerwartetes in der Nähe ist. Ihr wisst, was zu tun ist. Jagen? Als ihr eintritt, bemerkt ihr eine Gestalt, ein abgetragenes, staubige Klamotten. Okay. Jagt es, bevor es uns jagt. Jagt, jagt und jagt. Oha. Ein, alter Mann. Ups. Na gut, das habe ich gebraucht. Ja. Es ist auf jeden Fall etwas Untotes und es sieht mir aus wie so ein Vampir-Opa oder so. Ein Gummimesser, minus 1 Bedrohung plus 10, ein Crit. Her mit dem Gold. Moment. Oh fuck, jetzt habe ich das weggeklickt. Es ist mein Großvater. Wie ist das nur möglich? Ist mir auch, ja fuck. Ist mir nicht ganz klar. Ich habe mich schon vor einer Weile hier im Labyrinth verirrt. Und es scheint, ich kann nicht sterben. Hat das vielleicht ein Zauberer gemacht? Oh, kein Dialog-Dings. Ach so. Ah, das war schon fertig. Ah, ja, 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 ja. Unaussprechliches Böses entspringt hier und die Monster betreten Papierwelt. Wir sind hier, das zu beenden. Was machst du hier? Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier schon lange verloren. Ich denke, ich schlief an einem dunklen Ort. Meine Geräte laufen in dieser Nähe amok. Wo immer er war, es war ein magischer Ort. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ich bin hier, um den guten Zauberer zu finden und ihn vom Zauberer des Dämonen Muxoi zu befreien. Als ich eines Tages am dunklen Ort ausruhte, fand ich einen leeren Schacht für einen Ektoplasma-Schlüssel.
Das Schild auf der Schachtel sagte, der Schlüssel kann genutzt werden, um interdimensionale Risse zu öffnen. Du musst das Ritual aufhalten und den Riss verschließen, oder beide Welten sind dem Untergang geweiht. Ich glaube, ich habe das irgendwo falsch gesprochen. Egal. Hier ist alles dekoriert mit Kürbislampen, mit Kerzen, die dem Ort das schaurige Licht verleihen. Im Zentrum der Lichtung schweben leuchtende Schädel, Geister und Grabsteine in einem ominösen, wirbelnden Nebel. Inmitten dieses grausigen Anblicks beschwört ein Zauberer seine Formeln. Lasst ihn uns überraschen, seine Zauber unterbrechen. Er weiß genau, dass ihr hier seid. Ihr schaunet im Banne seines Blickes. Seine Augen werden schwarz vor Hass und seine Finger werden zu Flammen, als der ganze Raum euch angreift. Schluck. Dum, 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 dum. Fliegende Grabsteine. Oh, super effizient. Und wieder ein Kaffeepott. Victory. Der Zauberer ist besiegt. Er bricht auf dem Boden zusammen und flüstert ein letztes Mal: Ich erbaute es und dann kamen sie. Das Tagebuch mit den Zaubersprüchen schwebt in der Mitte der Kammer und auf dessen Titel ist der Ektoplasma-Schlüssel befestigt. Ich nähere mich vorsichtig dem Buch mit den Zaubersprüchen und entferne den Schlüssel. Als sie den Schlüssel entfernt, erstrahlt ein gleißender Blitz, der das Labyrinth erhellt und erscheint, als sei der Bann gebrochen. Alle animierten Gegenstände in diesem Raum verlieren ihre Lebenskraft und die Magie, die den Riss offen hielt, ist gebrochen. Eine schwarze Form aus Gas steigt langsam vom Körper des Zauberers auf. Ihr bemerkt, dass seine Haut, Haare und Augen aufhellen und da ein gütiger Funke in den Augen aufblitzt. Weißer Zauberer. Dank euch, liebe Helden, dass ihr beide Welten gerettet und die Dämonen aus meinem Körper vertrieben habt. Ohne euren Mut wären wir sonst alsbald vom Herr der Finsternis versklavt worden. Den Tag gerettet. Wenn's mal wieder schief läuft, wen ruft ihr dann? Wir stehen für immer in eurer Schuld. Bitte akzeptiert dieses Zeichen meiner Anerkennung. Natürlich, wir rufen dann die Ghostbusters. Schlüssel für den Riss. Plus 18 Magie, plus 5 EP. Reis nach Anderdorf. Erstmal ausruhen in Anderdorf. Haben wir das Tor gerade selbst geschlossen? Das Handbuch für Ektoplasma-Schlüssel. Oh Gott. Wieso rede ich das immer falsch? Das Handbuch für Ektoplasma-Schlüssel sagt, dass ein Entfernen des Schlüssels vom Buch den Eingang für Leute dieser Welt schließt. Das bedeutet, dass Kreaturen der Anderwelt nicht mehr nach Papierwelt gelangen können, aber Papierwäldler den Riss nach wie vor benutzen können. Oh ja, dann können wir uns frei in beiden Welten bewegen. Und denkt nur an die zahllosen Reichtümer, die wir hier in Anderwelt finden können. Ihr glaubt an die richtigen Werte. Habt ihr gerade von Werten gesprochen? Habe ich. Aber ihr seid der Spielleiter, was ist mit den Abenteurern? Habt ihr für die auch irgendwas von Wert? Oh Gott. Redet er mit uns? Keine Ahnung. Und es ist mir auch egal. Ich weiß nur, dass die Konversation hier endet.
Schon wieder. Quest done. Kobolde denken leicht anders als wir. Oh, XP, ja. Beutezug, Astralgansbraten, Rettungsmission, Goldring. Ich will den Goldring erstmal retten. Weißer Zauber. Oh nein, nicht wieder ins Meisterlabyrinth. Ich glaube, ich habe meinen magischen Ring im Meisterlabyrinth verloren. Würdet ihr mir helfen, ihn zu finden? Ich bin nicht der beste Kämpfer und bei all diesen Monstern hier brauche ich etwas Unterstützung. Klar können wir euch helfen, Herr Zauberer. Lasst uns den Marschbefehl ausfüllen und losziehen. Ich habe meinen magischen Ring im Meisterlabyrinth verloren. Um den Gegenstand zu retten, muss ich drei Gegnerwellen besiegen. Okay. Victory. Victory. Nein, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Oh, das ist mir jetzt peinlich. Ich vergaß, der Ring ist in der Tasche meiner grauen Robe. Tut mir leid, euch damit belästigt zu haben. Das ist schon okay. Wenigstens mussten wir nicht tagelang zu irgendeinem grausamen Vulkan in der Mitte eines dunklen Königreiches wandern. Voll die Anspielung. Zauberer und ihre Ringe. Oh, Kürbiskuchen. Cool. Verlassen. Ektoplasma-Rotze. Astralgansbraten. Dorfältesten. Willkommen zurück, ihr Helden. Wie ich gehört habe, habt ihr den Riss für immer verschlossen. Anderdorf ist wieder zu dem friedlichen Zufluchtsort geworden, der es sein sollte. Wir können uns nun wieder zurücklehnen, ausruhen und dabei friedfertige Gedanken machen, wie wir es vor dem Riss taten. Tochter. Erspar ihnen die Details. Lasst uns feiern, jetzt wo unsere Tage wieder normal langweilig und grau sein werden. Abenteurer, bitte nehmt an unserem Fest teil. Klingt hervorragend, ich habe auch schon etwas Durst. Würdet ihr uns zu Ehren dieses speziellen Festtages eine Astralgans fangen? Astralbraten ist unsere Spezialität. Wieso rede ich die Tochter überhaupt so behindert? Nicht so weiblich. Tja, egal. Es gibt immer einen Grund für einen weiteren Auftrag, um die Spielzeit in die Länge zu treiben. Astralgans. Astralgänse sind sehr widerstandsfähig, habe ich gesehen, gemerkt, gefühlt, wie auch immer. Mein Handy ist angegangen. Oha. Natürlich habe ich natürlich Spielmuster, was ich eingeben muss.
Und dann sollte das wirklich immer ab und zu etwas langsam laufen. Ich habe ab und zu gerade wirklich komische Frame-Einbrüche, die einfach nur kurz da sind. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Helft mir, Leute, helft mir. Oh Gott, wie sich das anhört. Die Astralgänse sind aber ganz schön böse. Du kannst in deinem Inventar nicht mehr als 20 Gegenstände tragen. Das weiß ich auch. Muss ich meine Brotleiter verkaufen? Die Gallensteine muss ich verkaufen, die ich nicht brauchen kann. Knarzoffel, das behalte ich, das auch. Könnte ich alles noch brauchen. Mal ein bisschen länger rasten. Sehr gut, Empfehlung an den Koch. Lecker Astralbraten, eine Sonnenbrille. Wie sie der gute Wallner immer trägt. Oh, ich muss fliegen. Okay. Nun, das war ein köstlicher Astralbraten. Ich bin voll und werde mich etwas hinlegen. Alle Dorfbewohner gehen nach Hause, unterhalten sich und lächeln fröhlich. Die einzige Person, die nicht satt und glücklich ist, ist Großvater, der sein Essen kaum angerührt hat. Alte Leute sind so, sie ziehen lieber Energie aus dem Sonnenlicht. Oh nein, kein Sonnenlicht. Aber vielleicht kannst du mir ein paar Gegenstände besorgen. Was für ein geistreicher Anfang für einen Auftrag. Nun, jeder braucht immer irgendwas. Also ist das ein guter Anreiz für einen Auftrag. Als Pensionär bezahle ich keine Steuern auf die Auftrags-EP, die du bekommst. Erstmal brauchen wir einen kleinen Schwarmfliegen der Gattung Knoblauchus Vernichtikus. Sollte uns ein Zauberlehrling mit runden Brillengläsern sagen, wo wir sie finden? Nicht nötig, diese einheimische Fliegen leben nur am nördlichen Rand des Risses. Reisen zum Riss. Und Beute 3 Fliegen. Transparente. Wobei. Gegen 3 Transparente und bösartige. 2 bösartige Kürbisse und 2 Skelette. Eine sehr große Gegnervielfalt. Wobei das Skelett gleich gestorben ist. Egal. Es war schlecht. Oh, gleich 3 Fliegen bekommen. Cool. Auf nach Anderdorf. Ich möchte auch mal andere Orte kennenlernen. Ich wollte schon Leute sagen. Ha, ich stopfe den Fliegenschwarm einfach in meine Tasche. Monster verlieren Fliegen, da sollte er mir zu bedenken geben. Auf nach Rissklippe.